Moin, moin, euer Klärbär hier. Heute wollen wir uns zusammen den letzten Erfolg, ein reines Gewissen beim Grafen, mal genauer anschauen. Um diesen Erfolg machen zu können, müssen wir die 4 Stacks Bürde der Sünde, die wir bei Kampfbeginn immer bekommen, abbauen, bevor wir in die zweite Phase kommen. Hierbei ist wichtig, dass alle Spieler die Stacks abgebaut haben. Sollte noch ein Spieler übrig sein, der noch einen Stack hat, funktioniert der Erfolg leider nicht und ihr müsst von vorne anfangen. Um die Stacks abzubauen, müssen wir eine Bossfähigkeit nutzen. Diese nennt sich Läuternder Schmerz. Diese wirkt ihr normalerweise in der ersten Phase 6 Mal. Wir haben allerdings nur 4 Stacks. Und jedes Mal, wenn wir einen dieser Schläge abbekommen, werden wir einen der Stacks verbrauchen. Sollten wir keine Stacks mehr haben, bekommen wir mit jedem weiteren Schlag 300% mehr Schaden. Und das sollte auf keinen Fall passieren, weil das werden die meisten Spieler nicht überleben. Deswegen haben wir den kompletten Raid in 2 kleinere Gruppen aufgeteilt. Einmal Stern und Diamant. Diese sollten gleich groß sein. Wir haben den Tanks dementsprechend Max gegeben. So können sich die Spieler an ihren jeweiligen Gruppen orientieren und wissen auch immer genau, wo sie stehen. Wichtig hierbei ist, dass zum Beispiel der erste Schlag wurde dann von der Sterngruppe abgefangen. Diamant stand dann außerhalb. Den zweiten, dritten und vierten Schlag haben alle Spieler zusammen abgefangen. Und den letzten, fünften Schlag hat dann zum Beispiel die Diamantgruppe abgefangen. So ist gewährleistet, dass alle ihre Stacks verlieren und wir keinen Schlag abbekommen, ohne dass wir noch Stacks haben. Ihr solltet jegliche Arten von CDs so einteilen, dass ihr die immer dann einsetzt, wenn Ads kommen. Das wäre dann immer beim zweiten, dritten und vierten Schlag. Da kommen doch relativ viele Ads und die müssen relativ schnell sterben, verursachen auch eine ganze Menge Damage. Wichtig hierbei ist, dass in der kompletten Phase kein Spieler stirbt, der noch einen Buff hat bzw. einen Stack hat. Sollte das passieren, muss man den resten, wie man es jetzt hier gerade bei uns sieht. Ist in der vorletzten Phase, wo man Läuternder Schmerz eingesetzt worden ist, ein Spieler gestorben. Der wurde jetzt Battle-Retzt, stellt sich mit in den letzten Schlag rein, bekommt somit seinen Stack weg und wir haben alle keine Stacks mehr und kommen somit in die nächste Phase. Wichtig hierbei ist, man muss eventuell einen Damage-Stop einlegen. Wir haben bei 70% geht er ja in die nächste Phase. Also sollte man ungefähr bei 75-80% einen kleinen Damage-Stop einlegen, wenn man sieht, dass es nicht aufgeht. Ich hoffe, ich konnte euch bei dem Erfolg weiterhelfen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und noch einen schönen Abend.